Da sind wir auch schon wieder. Ergeben. Wir setzen direkt fort und steigen jetzt zu ihm ins Auto. Oder? So. Achso. Soll man das jetzt da rausziehen? Was steht denn da? Achso. Ich habe gecheckt. Aufs Dach, Mann! Von da oben kämpft es sich besser, also mach schon! Okay. Ich geh ja schon. Ich habe meine Cut Money. Go. Die Regierungstruppen sind hinter uns her. Beeilen wir uns! Schau mal nach. Geil. Mach sie fertig. Hier kommt mal jemand. Wahrscheinlich werden wir jetzt die ganze Zeit verrecken. Ich will die ins Auto zerstören oder so. Fail, hier kommt keiner. Naja. Vor allem, dass er sich darauf halten kann. Ich habe sich Kontakt zu den Flüchtigen aus Palma Falls. Verfolgung läuft! Pass auf, da kommen sie ja schon! Scheiße, da kommen sie ja schon. Tödlich. Was soll der eigentlich machen? Können wir eigentlich erstmal da lassen? Ja, fick dich doch. Ich kann. Ey, ohne Scheiß. Fick dich. Also irgendwie kann er nicht fahren. Der ist ja besoffen. Alter. Auf jeden Fall ist es sehr actionreich, finde ich. Ist immer spannend. Das wird euch auch nie langweilig. Das ist zwar teilweise ein bisschen unlogisch, sinnlos, aber ist egal. Ist eigentlich eine bessere Variante, als einfach die ganze Muni da zu ballern. Ja, jetzt gehen wir einfach weg. Jeder verliert doch unser Autoschaden. Soll mal hinter uns explodieren. Sie hat noch mehr Soldaten geschickt, Mann! Soll ich hilfreiche Kommentare bekommen? Als ob ich das nicht selber sagen würde. Jetzt baller die doch mal. Ach, dieses Panzerglas hier sicher. Das ist die scheiße Lage. Die können ja nichts mehr machen. Weil ich jetzt mal die Leute. Na und? Warte mal, da mache ich jetzt einen Stunt. Scheiße. 1 3 2. Darf ich mir das ausleihen? Jetzt fahre ich die bitte her. Jetzt? Komm schon, funktioniert. Ja, so macht's ein Skiller. Das machen wir jetzt mal nicht nochmal, oder? So, wir dürfen ja gleich da sein. Hoffe ich mal. Egal, mach ich jetzt. Was wird das eh? 3 4. Das finde ich cool, dass man es nicht einfach klauen kann, sondern erstmal ein bisschen verkloppen muss. Das ist schön. Wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. So, okay, langsam geht's und gib down. Ey, sie haben Fahrskills, wirklich unglaublich. Ist gleich, glaube ich, gleich da. Hoffe ich mal, weil sonst wird's knapp. Geil! Ja. Hey, danke, Kumpel. Ich war nur eine Kugel vom Paradies entfernt. Oh, das sind sie immer noch. Es
nicht so schade. Entspann dich, Kumpel. Wir finden ihn schon. Keine Sorge. Also, wo steckt er? Soweit ich weiß, ist er oben im Dschungel. Spielt neuerdings den Rebellen. Kämpft für die Regierung. Gegen die Regierung. Gerüchte gibt's jede Menge. Dann bringen Sie mich zu diesen Rebellen. Das ist nicht so einfach. Soll ich Sie diesen Hunden zum Fraß vorwerfen? Aber es ist nicht unmöglich. Auf der Insel gibt es drei wichtige Banden. Wenn du mit allen gut Freund bist, führen sie dich garantiert zu Schelden. Gib mir mal dein PDA. Sie wollen mein PDA? Geiles Smartphone. Ein paar Informationen Smartphone. Unterladen. Smartphone. Der denkt, aber Smartphone. Wenn sie mich verarschen, bring ich sie. Das ist wirklich sehr smart. Der Typ ist auch sehr smart. Ja, ist schon schön. Wow. Der Typ ist dauerblau. Der ist nicht heißes Teil. Hey, wo wollen Sie hin? Ich lade die Position und Kontakte runter, von denen ich dir erzählt habe. So kommst du nah an diese Typen ran. Ich meine, ganz nah. Ich kann denen doch nicht einfach sagen, hey, der ist aber ich auch bin schnell kriminell Internet. Und würde gerne für euch arbeiten. Genau. Deshalb werde ich allen Gaunern auf dieser Insel erzählen, dass ein internationaler Söldner auf Panau ist. Scorpio. Gute Leute sind immer gefragt. Okay. Und wo kriege ich Waffen und Fahrzeuge? Ich stelle dich einem Schwarzhändler vor, den ich kenne. Hier, mit diesem Signalfeuer kannst du ihn kontaktieren. Wenn diese Nummer schief geht, wieso mal Schwarzhändler, wieso nicht Blauhändler? Dann mache ich sie fertig. Ja, er macht sie richtig hart fertig. Richtig Gangster. Chaos im Casino. Abgeschlossen. Will ich jetzt klauen einfach? Und jetzt? Boah. Festungsübernahme. Schwarzmarkt. Schwarzmarkt. Baby Panays Rocket Launcher. Aha. Und jetzt? Ah, Enter. Der ist nämlich von einem Mod. Den gibt's gar nicht. In dem Spiel. Ich das ist ein Mod. Deswegen habe ich den jetzt auch schon freigeschaltet. Aber den benutze ich mal nicht, weil das ist ein vollautomatischer Raketenwerfer. Und das ist ein bisschen mutig. Aha. Sehr interessant. Dann driven wir mal hier richtig hart gegen die Lichtstadt. Ohne irgendwie einen Autoschaden zu kriegen. Wird Zeit, dass ich mir bei den Banden ein paar neue beste Freunde suche. Ja, finde ich auch. Mit dem bist du nämlich ein freundloser Bastard. Ist kein Freund. Okay. Ich erzähl dir mal was über die Gruppierung, Rico. Die Roaches sind der städtische Mob Panaus. Sie tragen wirklich schöne italienische Anzüge, während sie die Kehle aufschlitzen. Wie in GTA, da finden die auch weg. Um das Land und das Volk. Hauptsache, beides gehört ihnen. Und dann gibt's da noch die Ulla Boys. Sie sind die Ballern. Ihre Dschungelbande, die aus dem Naturparadies machen wollen. Das heißt, ausländische Waren oder ausländische Popmusik. Okay, dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal weiter, wenn wir dieses Telefon anfassen.